Die geschützte Werkstätte Tirol feiert in Vamp ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Von den 210 Mitarbeitern an den Standorten Vamp und Imst haben 184 Mitarbeiter eine körperliche Einschränkung oder eine Sinnesbehinderung. Wir haben nicht nur den Auftrag, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, in Anführungszeichen, sondern sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen. Und wenn man sich das Werk anschaut, dann kann man sicher, findet man sehr viele Produkte, die jeder kennt, die bei uns im Haus gefertigt werden. Vor allem, was uns besonders stolz macht, ist, dass sich der Betrieb geschützte Werkstätte mit den beiden Hauptbereichen Holz und Metall ja auch am Markt bewährt als Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass hier nur irgendwelche Souvenirs oder was hergestellt werden. Es sind Produkte, die Teil auch Hightech-Ansprüchen Genüge tun. Aber gibt es derzeit für die geschützte Werkstätte genug? Seit ungefähr Mitte dieses Jahres, seit nach dem Betriebsurlaub, kann ich sagen, eine fantastische Auftragslage. Zu unseren Auftraggebern gehören führende Unternehmen der Tiroler Wirtschaft, die natürlich auch hohe Qualitätsansprüche stellen. Und das ist die Herausforderung, die in der geschützten Werkstätte tagtäglich zu erfüllen ist. Und das gelingt uns und darüber sind wir sehr froh und sehr stolz. Zur 30-Jahr-Feier ist auch der Bundesminister für Soziales und Arbeit, Rudolf Hunsdorfer, nach Vamp gekommen. Die geschützte Werkstätte Vamp kenne ich bis jetzt noch nie persönlich. Ich kenne nur die bilanztechnischen Unterlagen, weil wir voriges Jahr in den 8 geschützten Werkstätten, die wir in Österreich haben, in einigen ein Problem hatten. Der Vamp war nicht dabei, Vamp war immer außen vor. Das zeigt, dass diejenigen, die hier quasi auch im Management tätig sind, sich sehr bemühen, Menschen eine Chance zu geben.